Ich bin Walter Benthin, geboren am 28. Januar 1923 in Ratzeburg. Und dann kamen wir im Juni nach Russland in den Kessel von Demjansk. Und im Oktober hatte ich meine erste Verwundung. Nichts Besonderes, nur lebensgefährlich. Da hätte ich eigentlich nicht überleben dürfen. Halsschlagader hier angekratzt. Mit dieser Verwundung, ne? Ja, die brachte mir ein, dass ich vier Monate meine Ruhe hatte.